Hallo meine Lieben, ich begrüße euch ganz, ganz herzlich zu einem neuen Orakel. Ja, es ist wieder mal das Monatsorakel dran, und zwar das allgemeine Monatsorakel für alle Lebensbereiche. Wir schauen uns hier mit dem Urlenormand deinen persönlichen Bereich, Liebe, Partnerschaft, Beruf, Finanzen, wo gibt es noch Blockaden? Nee, wo, was ist das Highlight und wo gibt es Blockaden? Und wie immer gibt es dann noch Zusatzbotschaften, und zwar eine Botschaft aus dem Kartendeck Engel Heilsteine Orakel, eine Botschaft aus dem Kartendeck das Krafttier Orakel und wie immer eine Botschaft aus dem Kartendeck Räucherungen für die Seele. Ja, so ist das Ganze aufgebaut. Natürlich wie immer ein allgemeingültiges Orakel. Das gesamte Orakel kann auf dich zutreffen. Es können nur verschiedene Bereiche auf dich zutreffen. Manchmal sollst du auch nur eine Botschaft bekommen. Du kannst natürlich eine Monatslegung bei mir buchen für alle Lebensbereiche per E-Mail oder per Videolegung. In der Infobox findest du nicht nur, habe ich nicht nur die Karten aufgelistet, sondern auch wo du bei mir eine Kartenlegung buchen kannst. Ja, so, ich starte jetzt einfach mal los mit deinem persönlichen Bereich. Und da haben wir als erstes die Sonne, die guten Energien. Das ist schon mal sehr, sehr gut. Die Sonne steht auch für ein Highlight. Das heißt, wir werden das, was jetzt hier liegt bei deinem persönlichen Bereich, zusätzlich noch mit der Highlight-Ebene deuten. Du wirst in den guten Energien drinnen sein. Du wirst voller Energie strotzen. Das ist richtig schön. Du wirst auch sehr kommunikativ sein. Vielleicht bekommst du auch eine sehr, sehr gute Nachricht, das für dich quasi ein Highlight sein wird, und du wirst erfolgreich sein. Entweder bekommst du jetzt hier wirklich Nachrichten, die dein persönliches Highlight sind, Nachrichten, mit denen du nicht mehr gerechnet hast, oder aber du wirst sehr kommunikativ sein, sehr erfolgreich. Du wirst die guten Energien einfach nur so ausstrahlen. Es wird dir richtig gut gehen. Und das finde ich sehr, sehr schön. Ich möchte jetzt gleich zur Highlight-Ebene rüberspringen, weil das eben sehr, sehr gut passt. Weil eben die Sonne das Highlight sozusagen ist. Und da haben wir der Mond für die Gefühlswelt. Also du wirst hier wirklich, dir wird es einfach richtig gut gehen. Natürlich wäre das schön, wenn das auf jeden zutrifft, ist aber natürlich einfach auch nicht möglich. Auf einige von euch wird es zutreffen. Wenn du sagst, ja, ich möchte gerne meinen persönlichen Monat ausgelegt bekommen haben, dann buche das einfach bei mir in der Infobox, meine Homepage. Dann haben wir die Fische. Kann natürlich jetzt auch ein Finanzhighlight sein. Vielleicht hast du hier ein finanzielles Highlight, finanzielle Nachrichten, die du bekommen wirst. Ansonsten geht es hier wirklich um die tiefen Gefühle, um die Seelenebene, und die wird es einfach richtig gut gehen. Kann natürlich auch im Zusammenhang mit eben diesen schönen Nachrichten bedeuten. Und dann haben wir den Frieden, die Harmonie. Die Lilien stehen eben für Frieden, Harmonie, Familie, Leichtigkeit, innere Balance. Also man kann jetzt hier schon sagen, was dich persönlich betrifft, dir wird es richtig gut gehen, selbst wenn jetzt hier auch noch Blockaden liegen, wenn es in anderen Themenbereichen vielleicht nicht so gut liegt. Du wirst dich davon nicht beirren lassen. Du wirst auf einem guten Weg sein. Du kannst hier wirklich gute Nachrichten erwarten, und dir wird es einfach rundum gut gehen. Besser kann es fast gar nicht mehr werden. Schauen wir uns die Liebe an. Ja, da haben wir schon den Ring für die feste Partnerschaft, für eine Verbindung, für Verbindlichkeit. Dann haben wir den Turm. Vielleicht kommt es zu einer Trennung, wenn du in einer Partnerschaft bist. Du wirst es aber trotzdem gut wegstecken. Ja, du wirst jetzt hier nicht so in diesem Leid drinnen sein. Du wirst das gut wegstecken. Vielleicht distanziert sich auch von dir jemand. Auch das wirst du gut wegstecken. Und dann haben wir den Sarg. Hier kommt es zu einer großen Transformation in der Liebe. Aber wie gesagt, auch wenn es hier schlimm sein mag, wenn man jetzt denkt, Sarg und Turm mit dem Ring ist keine gute Kombination, wirst du diese Transformation sehr gut überstehen. Du wirst dich quasi nicht mehr von diesen Dingen aus der Bahn schupfen lassen und bleibst vollkommen bei dir. Und das ist eigentlich richtig schön. Ja? In der Liebe kann es zu Trennungen kommen. Oder aber du trennst dich und blühst dann richtig auf. Vielleicht beendest du eine Wunschpartnerkonstellation. Vielleicht trennst du dich von deinem Partner und dann blühst du so richtig auf.
Dann geht's weiter mit den Finanzen. Wir haben ja hier beim Highlight die Fische, die ja auch für die Finanzen stehen. Also kann es durchaus ein Finanzhighlight auch sein. Beruf Finanzen, da haben wir das Buch. Du wirst also sehr viel noch lernen. Vielleicht machst du auch eine Weiterbildung. Vielleicht wird dir eine Weiterbildung angeboten. Oder du lernst einfach, ja, von deinem Alltag etwas. Das Buch steht auch dafür, dass etwas noch nicht spruchreif ist. Dann haben wir das Haus für den häuslichen Bereich und dann haben wir die Routen für Gespräche. Also beruflich, finanziell wird es Gespräche geben und ich bleibe dabei, es kann hier tatsächlich ein finanzielles Highlight sein. Gute Gespräche kommen hier, du wirst hier auch sehr, sehr viel lernen, beruflich und finanziell. Dann schauen wir uns noch an, wo gibt es denn noch Hürden und Hindernisse? Da haben wir das Kleeblatt für die Unverbindlichkeit, das kleine Glück. Dann haben wir den Hund für Treue, für Freundschaft. Vielleicht gibt es im freundschaftlichen Bereich noch Hürden oder was das Thema Treue betrifft. Und dann haben wir hier die Unsicherheiten. Entweder ist das Thema Freundschaften und oder Treue ein Thema, was noch sehr blockiert sein wird und für Unsicherheiten sorgt, ja? Wir haben hier in der Liebe ein paar Schwierigkeiten, wir haben hier in der Treue, in der Freundschaft Schwierigkeiten, aber du wirst das Ganze sehr, sehr gut meistern und sehr, sehr gut wegstecken. Du lässt dich quasi nicht von deiner Mitte reißen sozusagen. Und das finde ich sehr gut, egal was von außen passiert, du lässt dich nicht aus deiner Ruhe bringen sozusagen. Denn man sieht hier schon, es geht dir wirklich gut in diesem Monat, egal was von außen dann passiert. Du wirst in deiner guten Energie bleiben. Das ist schon mal richtig gut. Schauen wir uns den Heilstein des Monats an. Und der Tanzanit steht dafür, bereit wieder zu lieben. Die Wunden der Vergangenheit sind genügend geheilt, um ihr Herz einer neuen Liebe öffnen zu können. Das ist sehr, sehr gut. Es heilen sozusagen die Wunden. Vielleicht kommt hier wirklich eine neue Liebe oder man, ja, geht hier wirklich getrennte Wege und du wirst hier auf jeden Fall eine Herzheilung erfahren. Dann das Krafttier des Monats ist die Eule. Du siehst jetzt klar. Also das ist wirklich schön. Das merkt man auch bei deinem persönlichen Bereich. Du wirst klar sehen, klar, was für dich jetzt wichtig ist und das wirst du hier auch umsetzen. Und die Räucherung des Monats und die Affirmation des Monats, schaut mal, in Harmonie leben. Und wir haben hier auf der Highlight-Ebene die Harmonie. Und zwar, ich lasse alle Spannungen los und erfreue mich am Leben, weil du jetzt klar erkennst, was wichtig ist. Und da möchte ich euch einfach die Räuchermischung vorlesen, wenn ihr euch das zusammenmischen wollt, um an diesem Thema zu arbeiten. Da haben wir die Karte Nummer 6 in Harmonie leben. Und dazu würde es brauchen: Lavendel schenkt Demut und hilft bei seelischen Verletzungen. Medesüß fördert Herzensbildung und Zufriedenheit. Rose fördert Angstbewältigung und Loslassen. Weihrauch steht für Sicherheit und innere Balance und der Zeder schenkt Kraft und Lebensfreude. Ja, und damit wünsche ich euch einen wunderschönen, erfolgreichen Monat. Ich freue mich auf die nächsten Orakel. Bis dahin alles Liebe. Ciao.